Hallo, grüß euch. Ich bin der Günther von Kodo Dojo und heute bauen wir einen elektronischen Schaltkreis. Dazu haben wir vorbereitet einen Bausatz und da schauen wir uns gleich an, was in dem Bausatz drinnen ist. Wir haben nun den Bausatz und das Werkzeug, einen Hammer, einen Nagel mit dem Brett, einen Seitenschneider und eine Spitzzange. Und zum Löten das Lötzinn. So, jetzt machen wir gleich mal den Bausatz auf und schauen, was da drinnen ist. Das ist nochmal der Bausatz. Ein Batterieclip. Die Widerstände, 4 Stück. Und eine kleine Leuchtdiode. So, die Widerstände ziehen wir gleich hier vom Papier ab. Und das erste, was wir machen, ist, dass wir beim Bausatz überall bei den Ringerl ein Loch machen, so damit wir die Widerstände durchstecken oder die Bauteile durchstecken können. Das Loch soll so groß sein, so dass der Draht durchfindet. Ja, probieren wir das einmal. Ja, das funktioniert. Also wir haben mit genug Kraft angewendet, sodass das funktioniert. Passt. Weiter so. Müssen wir hier für die Batteriespannung und für alle 4 Widerstände ein Loch machen, sodass wir die Bauteile reinstecken können und dann auf der Rückseite die Drähte verlöten können, so damit ein geschlossener Stromkreis entstehen kann. So, jetzt biegen wir die Widerstände so U-Hacker ganz knapp herbei an dem Bauteil, biegen wir die Drähte um. So. Und den letzten und stecken überall dort, wo das Bild vom Widerstand ist, stecken wir den Widerstand rein. So. Der dritte Widerstand und auch noch der vierte Widerstand. Die Richtung ist egal und jetzt müssen wir oben den Widerstand halten und auf der Rückseite die Drähte in Richtung der schwarzen Linien umbiegen. Dazu müssen wir dann unten immer den Widerstand ein bisschen dagegen drücken, so dass die Drähte auch wirklich liegen bleiben. Da sieht man, dass das immer wieder sich etwas wehrt. Das heißt, man muss unten den Widerstand ein bisschen bewegen und dagegen drücken, damit die Drähte liegen bleiben. So, da haben wir hier schon eine Stelle, die wir zusammenlöten können. Die Drähte müssen schön sauber beieinander liegen, damit das Lötzinn zwischen die Drähten fließen kann. Der Lötkolben ist schon heiß. So, im Lötzinn ist ein Flussmittel. Das lässt das Lötzinn schön auf den heißen Drähten verfließen. Zuerst machen wir beide Drähte heiß, 3 Sekunden lang, und dann geben wir das Lötzinn zu. 1, 2, 3, Lötzinn und fertig. Das Lötzinn geben wir zwischen Lötkolben und den Drähten rein. 1, 2, 3, Lötzinn und fertig. Wenn man nicht zu lange drauf heizt, dann bleibt das Lötzinn schön glänzend und das ist dann genau richtig. So, jetzt bauen wir die Leuchtdiode ein und wir sehen, die hat einen langen und einen kurzen Draht. Und der lange Draht ist bei Plus, der kurze bei Minus. Wieder den Bauteil halten und in Richtung der schwarzen Linien die Drähte umbiegen
sodass sie auch liegen bleiben. Und dann können wir es schon wieder zusammenlöten. Beide Drähte heiß machen. 1, 2, 3 löten und fertig. Das war jetzt nicht so schön, da können wir nur mal drauf geben, leicht. Und löten und fertig. 1, 2, 3 löten und fertig. So, jetzt brauchen wir nur mehr für den Batterieclip das vorbereiten. Dazu machen wir hier eine Schlaufe. Das heißt, wir fahren hier bei dem ersten Loch mit dem Draht rein, ziehen hier fest an und drehen das gleich wieder um und gehen hier wieder durch, ziehen hier wieder an und biegen das so um. Dann haben wir eine schöne Schlaufe gemacht und das sind keine losen Enden. Hier machen wir das gleiche. Hier durch, den Widerstand halten, anziehen und gleich wieder umdrehen und wieder rein, fest anziehen und umbiegen, dann können wir es hier zusammenlöten. Wenn der Draht etwas zu kurz ist, nochmal fest anziehen und umbiegen. So, und jetzt können wir es gleich wieder zusammenlöten. Wenn die auf der Lötspitze etwas so ein Lötzchen runterhängt, dann kann man das auf den nassen Schwamm abwischen und dann geht es schon wieder. Beide Drähte heiß machen. 1, 2, 3 Lötzchen und fertig. 1, 2, 3 Lötzchen und fertig. Und rüber ein bisschen noch. Jetzt. So, jetzt den Batterieclip. Da ist Plus und Minus. Der rote ist der Plusdraht und wir verzinnen zuerst die Drähte, heiß machen und Lötzchen dazugeben. Und der schwarze ist der Minus. So, zuerst geben wir den roten. Jetzt brauchen wir hier nur mal das Lötzchen heiß machen, dass es schmilzt und dass sie sich mit dem Draht verbindet. So, das haben wir jetzt gesehen. Und dann Draht halten, bis das Lötzchen auskühlt. So, gleich. Jetzt hält das. Machen wir noch den schwarzen auf der Minusseite. Heiß machen. Draht dazugeben, dass sich das verbindet. Und halten, 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 halten. Man kann auch etwas blasen dazu. Und dann die Schaltung fertig. Wir haben jetzt einen Stromkreis vom Plus über die Drähte, über die Widerstände, über die Leuchtdiode, wieder über die Drähte mit Widerstände auf die Minusseite. Und ob wir es richtig gemacht haben oder nicht, zeigt uns gleich das Licht. Wunderbar, es funktioniert. Und wenn ihr noch mehr coole Projekte sehen wollt, dann besucht einmal unserer Homepage auf der Coda Dojo Linz Seite. Ja, viel Erfolg und tschüss!